Hearthstone, let's play! Und damit herzlich willkommen zu einem weiteren Video auf meinem Kanal. Wie gewohnt, Willolelu am Mikrofon. Und in der letzten Runde hatten wir ja dieses Kartenchaos und ich muss gestehen, es hat mir so viel Spaß gemacht, dass ich unbedingt wieder, also nochmal eins spielen wollte. Also da packt mich auch irgendwie der Ehrgeiz, ich möchte mal eins gewinnen. Ich hatte mir überlegt, damit es für euch jetzt nicht zu langweilig wird, nehme ich mal was anderes als Priester. Ich hatte zuerst überlegt, den Jäger zu nehmen, aber da dachte ich mir, ich weiß nicht so recht. Ich habe nämlich schon das Gefühl, diese Schatztruhen, wie soll ich sagen? Also ich dachte zuerst, man bekommt wirklich random Karten und man kann eigentlich nur auf das, auf die Fähigkeit des Helden gehen. Aber ich habe schon das Gefühl gehabt, man bekommt quasi in den Schatztruhen auch die Karten, die der Klasse gehören, also Klassenkarten. Und wenn ich jetzt einen Jäger nehme, der hat halt sehr viele Karten, die darauf aufbauen, dass man Wildtiere auf dem Board liegen hat und so weiter. Und wenn ich da alles voller Piraten habe und ich habe ständig dann irgendwie, so wie vorhin in einem Match, die Karte macht, wenn du einen Drachen hast und die Karte macht das, wenn du den Drachen hast und die Karte macht das, wenn du den Drachen hast. Ich dachte mir beim Jäger, das baut halt sehr viel, was weiß ich, das Fass zum Beispiel, das baut darauf auf, dass du ein Wildtier hast. Ohne Wildtier macht Fass 3 Schaden bei dem Gegner, mit Wildtier 5 Schaden zum Beispiel. Und ich weiß nicht, also mit so viel Piraten, ich weiß nicht, das passt irgendwie nicht. Also da hat man kaum Wildtiere auf dem Deck, glaube ich. Deswegen, ich habe mal Bock auf den Magier, weil ich finde das, ich hatte halt gedacht, entweder Jäger wegen den 2 Angriffsschaden oder Magier wegen 1. Aber da das so arg auf Wildtiere aufbaut, ja, mach ich mal Jaina. Mach ich mal eine Magierin. Wenn da ab und zu mal eine Magierkarte kommt, vielleicht Feuerball oder so, ja, finde ich gar nicht schlecht. Weil ich will mein Kartenchaos gewinnen, weil man bekommt, glaube ich, sogar ein Päckchen geschenkt. Also beim ersten Sieg, also nur beim ersten, nicht bei allen, beim ersten Sieg bekommt man, glaube ich, ein Päckchen geschenkt, wenn ich nicht irre. Und ja, ich will mal gewinnen, auch mit euch zusammen. Jaina ja. Gegen Garrosh. Sieg oder Tod. Gut, da brauche ich nichts auswählen. Ich finde es ganz geil, dass ich den Coin bekomme, ich mag das. Kann ich gleich mal Druck machen. Aber Jaina könnte klappen. Also der Jäger, ich weiß nicht, das basiert zu viel auf Wildtieren, die du dann einfach nicht hast, wenn du alles mit Piraten vollgeklatscht hast. Aber Jaina könnte klappen. Also. Oh, erinnert ihr euch an wenn ihr meine Let's Plays verfolgt habt? Erinnert ihr euch an diesen Legend, wo ich halt am Schimpfen war, man bekommt wieder einen Feuerball und zaubert und bekommt wieder einen Feuerball? Erinnert ihr euch? Die werde ich auf jeden Fall, auch wenn es eine hohe Karte ist, aber die werde ich auf jeden Fall mitnehmen. Ich sehe gerade, ich habe gar nicht den Coin. Jetzt habe ich da was missverstanden. Ich dachte, ich habe den Coin. Aber die ist stark. Vielleicht erinnert ihr euch, das hat mir mal das Genick gebrochen, diese Karte. Diese blöde Feuerballkarte. Die ist stark. Aber ich glaube schon, dass man in den Schatztruhen schon auch Klassenkarten bekommt, weil das ist eine Klassenkarte. Ihr werdet mit mir starten. Okay, das war jetzt nichts Besonderes. Was haben wir hier? Erhält 2+2, wenn ihr am Ende eures Zuges ein aktives Geheimnis verfügt. Über ein aktives Geheimnis verfügt. Na, ich weiß nicht so recht. Das ist eine epische. Beschwört am Ende des Zuges eine exakte Kopie dieses Dieners. Ja, das klingt geil. Ja, doch, das gefällt mir. Ja. Nicht schlecht. Die kriegt er, glaube ich, auch nicht so ohne weiteres weg, oder? Hat die nicht sogar... Ne, ich wollte sagen, hat die nicht Bubble oder sowas? Nee, hat sie nicht. Schade. Aber war nicht schlecht. Gleich im ersten Zug eine Low-Episch, ja, nicht schlecht. Ich will mal eins gewinnen auf jeden Fall. Dass ihr auch mal seht, was passiert, wenn man sowas gewinnt mit dem Kartenchaos. Ja. Klar machen zum Entern. Ich weiß gar nicht, ob ich es in der letzten Folge schon gesagt habe, aber im letzten Kartenchaos, da war irgendwie so, dass man für alle Karten weniger Mana zahlen musste. Aber das hier finde ich spannender. Ich meine, die Legend brauche ich jetzt nicht nochmal, aber jetzt habe ich wieder Epische. Wenn euer Gegner einen Zauber auf einen Diener wirkt, ruft ihr einen 1-3. Okay, das ist nicht so spannend. Benachbarte Diener können nicht als Ziel von Zaubern oder Heldenfähigkeiten. Oh, das ist gut. Das ist gut. Allerdings kann ich die jetzt noch nicht spielen. Jetzt mache ich die mal weg. Ja, finde ich einen sehr spannenden Modus. Also gerade mit diesen Schatztruhen. Das hat zwar was von Würfeln, aber finde ich irgendwie geil. Gefällt mir. Das letzte Match war ja echt ewig. Das ging ja 20 Minuten, aber das war wirklich spannend. Auch wenn ich da nicht viel Chancen hatte. Schönen Kartenrücken hat er. Mein Kartenrücken ist ja von Heroes of the Storm. Das konnte man da dann mal freischalten. So eine Art exklusive Kartenrücken.
Okay, gut, das macht wenig Sinn, zwei Karten zu ziehen, wenn es eh bloß Piraten sind. Aber egal. Was haben wir denn jetzt noch? Verursacht 3 Schaden, mischt eine lodernde Fackel in einer Deck, die 6 Schaden verursacht. Also eine Art Feuerball, okay. Jeder Spieler erhält einen zufälligen Zauber auf die Hand. Inspiration plus 1 Zauberschaden. Ja, bei einem Magier. Ja, warum eigentlich nicht? Aber ich glaube, ich spiele jetzt mal die hier. Jetzt kann man sie nämlich nicht wegzaubern, die Schose. Nichtsdestotrotz überlege ich gerade, ob ich dem seinen... Ja. Den wegklatschen soll. Obwohl. Ich wollte ja eigentlich mit dem Feuerball. Ich dachte, es reicht vom Mana her. Irgendwie, da habe ich jetzt ein bisschen geschlafen, aber egal, dann mache ich ihn halt irgendwie in der nächsten Runde weg. Oder er soll den halt einfach wegdonnern dann jetzt oder sowas. Weil, ich weiß nicht, täusche ich mich oder ist jeder Diener, der neben ihr sitzt, dann geschützt? Oder nur die, die in dem Moment da waren, wo ich die Karte gespielt habe? Da bin ich mir jetzt gar nicht sicher. Es kann aber auch sein, dass immer wieder der Diener rechts von ihr quasi zauberimmun ist. Bin ich mir jetzt gar nicht sicher. Jetzt schauen wir mal. Klar machen zum Entern. Sie kann den 2-1er ruhig wegklatschen von mir. Das stört mich nicht. Wenn sie es nicht macht, mache ich ihren 2-1er mit dem Feuerball weg. Ich weiß nicht, was er jetzt vorhat. Jetzt versucht er, die Karte wegzumachen. Gut, das war es mir wert. Also, das war es wirklich wert. Also, das kann sie ruhig machen. Ja, die Arkane Explosion finde ich interessant. Allerdings ist die natürlich auch schön. Aber ein bisschen Spott wäre auch cool. So ein bisschen Entdeckung. Ich nehme mal den Spott. Ja. Drei, fünf und Zauberschaden plus 1. Ach nee, ich spiele mal den Spott. Mal ganz klassisch. Ja. Ja, machen wir es mal so. Machen wir es mal so. Spannend, wie gesagt, immer noch. Ich möchte es echt mal gewinnen. Ja, das ging ja noch. Das war nicht so viel Schaden. Das ging noch. Damit kann ich leben. Ja. Reden. Ja, den mag ich auch. Das könnte so ein bisschen. Aber Windzorn. Ja, Windzorn ist auch geil. Ich glaube, ich nehme die mal. Dann kann ich die auch gleich spielen. Die finde ich gut, die Karte. Weil der kann halt zweimal angreifen. Das kann halt sehr cool werden. Also mag ich irgendwie. Finde ich gut. So, die Oberknüppel-Legends sind jetzt bei mir noch nicht gekommen, aber ich bin nicht unzufrieden. Nee, nicht wirklich. Für den König! Ich glaube, bei der muss ich zumindest eine Zauberkarte jetzt mal bekommen oder sowas. Weil ich habe sonst keine. Ich muss ja was zaubern. Gibt es hier keine Zauberkarte, die ich mitnehmen kann? Das ist doch eine Zauberkarte, oder? Geheimnis. Ist ein Geheimnis ein Zauber? Ja, oder? Wenn euer Held tödlichen Schaden erleidet, wird dieser verhindert und dieser Held wird immun in diesem Zug. Oh, schön, 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 schön. Gefällt mir. Kann ich den spielen oder klatscht er den weg? Nee, das mache ich jetzt. Ihr braucht meine Hilfe. Take that. Jetzt mache ich, glaube ich, seine Diener erstmal weg mit diesem Windzorn-Heini. Der stirbt ja daran nicht. Genau. Ja, läuft nicht so schlecht, also. Bin nicht unzufrieden. Ja, ist ein schöner Spielmodus. Ich habe es jetzt schon ein paar Mal gesagt, ich weiß. Ich wiederhole mich. Aber macht Spaß. Kann ich jedem empfehlen. Wenn ihr Hearthstone habt, spielt man dieses Kartenchaos. Das ist echt mal was anderes. Das ist wie eine Mod. Seid gegrüßt. Ah, die könnte ich auch von meinem Deck. Klar machen zum Die Entern. Muss weg. Melde mich zum Die Dienst. Muss weg. Was haben wir denn jetzt noch? Fügt allen feindlichen Dienern 2 Schaden zu. Oh, das könnte hilfreich sein. Ja, 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 ja. Weil, ja doch. Ja, dann brauche ich diese Windzorn nicht opfern. Dann kann ich mit dem eingreifen. Außerdem ist es ein Zauber. Aha. So habe ich mir das vorgestellt. Jetzt klatsche ich die. So. In den Kampf. Ah, läuft gut. Bin zufrieden. Jetzt kann ich das noch machen. Ja, genau. Genau. Sehr gut. Da ist mein Plan aufgegangen. Ja. Gefällt mir. Könnte ein Sieg werden.
Könnte ein Sieg werden. Was haben wir denn jetzt noch? Spott? Nicht so prall. Friert ein Diener ein. Du alter Langweiler. Du alter Langweiler. Hat er aufgegeben? Egal. Jetzt hat er noch aufgegeben, oder? Jetzt bin ich gespannt, was ich da als Belohnung erhalte. Ja, habt ihr gesehen? Päckchen. Leider ist es, das war beim letzten Mal schon so, leider ist es ein Klassik-Päckchen. Schade, ist nicht so toll. Also wenigstens ein Goblin hätte es ruhig sein können, also Goblin-Päckchen. Oh, ich habe sogar eine Quest erledigt, sehe ich gerade. Also, weil ich habe hier natürlich auch Quests drin. Auch Magier und so Zeug, was jetzt nicht mit meinem Priester zu tun hat. Aber seht ihr jetzt, wisst ihr auf jeden Fall, warum ich hier zwei Klassik-Päckchen habe. Das war aber vom letzten Kartenchaos noch. Also, ja. Ich glaube, einen Kartenchaos mache ich jetzt noch mit euch. Ich glaube, ich nehme nochmal den Magier. Weil dann kriege ich die Quest auch noch beendet. Ja. Eins machen wir noch. Wir haben ja erst 10 Minuten. Bei meinem Glück wird es jetzt ein 20-Minuten-Match und sind es dann eine halbe Stunde. Aber dann ist es halt eine XXL-Folge. Ist jetzt auch egal. Ja, war nicht schlecht. Ich glaube, das ging ganz gut dieses Mal. Vielleicht gewinne ich das nächste Jahr auch. Man bekommt aber nur einmal ein Päckchen, das habe ich ja schon gesagt. Aber trotzdem, würde es gerne nochmal versuchen. Ja, hat was irgendwie. Gefällt mir gut. Macht Spaß. Jaina Jäger. Ja, jetzt könnt ihr mal sehen, was ich meine. Ich weiß nicht, ob er damit klarkommt beim Jäger. Die Jagd beginnen. Ihr habt es so gewollt. Weil es ist halt wirklich eine Tatsache, dass er halt auf Wildtiere dann, ja, wie soll ich sagen, spekulieren muss. Und wenn die nicht kommen, die muss er halt in der Schatztruhe dann ziehen, die Wildtiere. Und ob das nicht Verschwendung ist, irgendwie so ein kleines Mini-Wildtier zu ziehen oder so. Ich glaube, das ist nicht gut, ein Jäger im Kartenchaos. Glaube ich nicht. Erhaltet eine Kopie jedes befreundeten Dieners auf der Hand. Auf die Hand, Entschuldigung. Ja, gut. Obwohl, die was auf dem Board legen, denke ich, oder? Auf der anderen Seite, ich nehme jetzt mal die da. Ich möchte am Anfang so ein bisschen kleine Karten haben, dass ich nicht nur Piraten habe. Das ist nicht so toll. Ich will nicht nur Piraten haben. Die ist gar nicht schlecht. Die hatte ich mal im Priesterdeck. Die ist nicht übel. Klar machen zum Entern! So. Ja, ich mag die eigentlich auch. Das mit der Verstohlenheit ist auch nett. Jetzt kann ich mich nicht entscheiden. Ich nehme mal, glaube ich, ihn. Und ich glaube, den spiele ich dann auch gleich mal jetzt. Ich bin mit allen Wassern gewaschen. Den kriegt er nämlich nicht weg. Kann immer mal hilfreich sein. Und dann als nächstes den Verwüster, würde ich sagen. Außer es kommt jetzt noch was Besseres in der Schatztruhe. Klar machen zum Entern! Er spielt jetzt nur Piraten, er hat wohl nicht so viel auf der Hand, was er jetzt bringen kann. Er fügt sich selber 4 Schaden zu, es wäre dann aber trotzdem ein 4-3er. Obwohl der Pirat ja, glaube ich, ja ne, ich würde sagen, der könnte den angreifen, geht aber nicht. Mit dem hier könnte ich ein bisschen Druck machen, das ist auch so ein Low-Mana-Typ. Ich glaube, das mache ich mal. Sanitäter! Ja. Selbst wenn er jetzt mit den Piraten drauf geht, dann sind sie beide weg. Ihn kann ich jetzt nicht spielen, also ich könnte jetzt ihn angreifen, aber dadurch ist die Verstohlenheit kaputt, das möchte ich jetzt nicht. Ja, selbst wenn der 4-3er jetzt ihn dazu führt, dass er beide Piraten opfert, dann hat es seinen Zweck erfüllt, finde ich. Das würde mir reichen. Oha. Oha. Geht schon wieder los mit Legends. Geht schon wieder los. Aber den kriege ich weg, den Legend. Dann kann ich ja, dafür habe ich den Verstohlenheit aufgehoben. Dafür habe ich den aufgehoben. Jetzt muss ich kurz gucken. Das war ja auch schön. Er hat nämlich, glaube ich, einen Typ gehabt mit nur einem Leben. Aridina kosten 3 mehr. Nee, ich mach das da mal. Okay. Mal den und den. Ja. Ich mag so AOE-Sachen. Das kann immer mal hilfreich sein. Außerdem war auch nichts Besseres da. Ja, und dieser ja, Verwüster, der macht, 2 Schaden. Das heißt, er könnte den Pirat jetzt weghauen, was er auch mit Sicherheit tun wird. Klar machen zum Ende. Außer er geht auf den rechten Pirat, aber dann habe ich dann wiederum das da. Geheimnisse, geht, ich hasse Geheimnisse. So habe ich das gemeint. Was haben wir hier? Eine epische. Ihr könnt eure Heldenfähigkeit beliebig. Oh, das klingt nett. Das klingt nett. Ich will den jetzt nicht opfern, diesen Verwüster. Das muss jetzt nicht sein.
Nee, möchte ich nicht. Spielen wir mal zwei Piraten. Klar machen zum Enter! Klar machen zum Enter! Ein bisschen was aufs Board spielen. Und als nächstes diesen Drachen. Meine Heldenfähigkeit beliebig oft, das ist nett. Klar, es kostet natürlich alles Mana, aber dann kann ich halt zweimal, dreimal auf einen schießen. Das hat was. Gefällt mir. Und der Drache, den kriegst du jetzt auch nicht so ohne weiteres weg, weil es ein 6-6er ist. Damit kann ich leben. Oh, die ist auch geil. Die ist auch geil. Die ist auch nett. Ja. Legend. Die ist auch geil. Also jetzt kann ich mich nicht entscheiden. Ach komm, ich mach einfach so. Wohl doch nicht. Wohl doch nicht. Ja gut, jetzt ist natürlich die Frage. Jetzt könnte ich noch nicht das da machen. Jetzt kann ich mich nicht entscheiden. Mist. Ich glaube, jetzt mache ich erstmal safe. Also erstmal sicher spielen. Also. Lieber so. Lieber Nummer sicher gehen. Ja. Ich hätte jetzt eigentlich den Legend gespielt, aber lieber auf Nummer sicher gehen. Lieber das Board unter Kontrolle behalten. Ist mir lieber. Auf jeden Fall. Naja, das ist das alles, was da ist. Damit kann ich leben. Okay, einen krassen Pyroschlag. Jedes Mal, wenn ihr einen Diener mit einem Angriff ausspielt, gut, das werde ich kaum haben. Den finde ich geil, den kenne ich, diesen Paladin, der ist gar nicht schlecht. Aber der Pyroschlag ist nämlich auch nice, oder? Ich glaube, ich nehme den Pyroschlag. Boah, ich kann mich nicht entscheiden, was ich spielen soll, Menschenskind. Ich glaube, ich nehme mal den Drachen jetzt. Obwohl, in der Runde kann ich eh nicht mehr das da spielen. Ach komm, spiel mal einfach Sivanas. Ich habe keine Zeit für Spielchen. Aber ich muss auf jeden Fall seine Diener wegmachen, sonst kann er mit Sivanas wieder wegdonnern. Das muss nicht sein. Sterbt, Landratte! Sterbt, Landratte! Machen wir es mal so. Ich will nicht, dass er an Sivanas rankommt. Muss nicht sein. Je nachdem, was jetzt in der nächsten Runde kommt. Verdoppelt den Angriff des Dieners. Auchi Pumpauchi. Gut, der bringt mir nichts, der hat ja keine Waffe. Das ist auch. Das ist alles nichts irgendwie. Tja, und Karten ziehen, da habe ich dann Piraten auf der Hand. Ganz toll. Nee, muss ich halt irgendwie so machen. Ja, blöd. Jetzt bin ich gerade überlegen. Also den Drachen kriege ich ja nicht ohne weiteres weg. Mit dem Pyroschlag könnte ich halt den Drachen wegdonnern. Darauf werde ich es auch drauf anlegen wahrscheinlich, denke ich. Also. Ja, ich mache jetzt aber mal keinen Schaden auf den Jäger, weil sonst kriegt das Viech ja irgendwie dann irgendwas, ja, was, ihr wisst schon. Das mache ich halt einfach mal so. Ja gut, das kannst du ruhig machen, dann mache ich dich halt mit Sylvanas weg, das ist mir dann auch egal. Dann kriege ich zwar ihr Todesröchel nicht, weil er hat dann keinen Diener mehr. Aber das ist dann auch egal. Kampfschrei friert einen Charakter ein. Ich meine, das könnte ich ja nicht auch nehmen. Aber es, die Karte hat noch 3 Schaden, wenn ich mich nicht irre. Aber sie wird dann zumindest eingefroren. Aber dann kann ich vielleicht auf ihn gehen. Ich glaube, ich nehme mal den Diener, da kann ich ein bisschen was spielen. Ich meine, ich könnte auch, so albern das klingt, das muss jetzt merkwürdig klingen, aber ich könnte in der nächsten Runde den Pyroschlag auf Sylvanas machen. Und dann könnte ich ihm den Drachen klauen. Ist jetzt kein Witz, also das würde gehen. Ich glaube, sowas in der Richtung versuche ich auch mal. Jetzt friere ich den mal ein, dass er mich angreifen kann. Greife ich mal an. Kann natürlich sein, die Karte stirbt jetzt, aber das wäre derselbe Effekt. Ne, sie stirbt nicht. Ja, ich ziehe noch Karten einfach, würde ich sagen. Das war's. Ja. Ich werde euch das jetzt mal zeigen. Das muss zwar albern klingen, aber ich kann jetzt mit Pyroschlag, obwohl das, ja, wäre schon ein bisschen verschwenderisch, aber ich könnte mit Pyroschlag meine eigene Sivanas treffen und dann kann ich ihnen den 12-3er klauen. Das ist zwar ein bisschen crazy, es würde aber meines Erachtens gehen. Ich glaube schon. So spielen die ganz Großen teilweise. Obwohl, das ist auch gut. Jetzt habe ich noch eine bessere Idee. Ja, ich glaube, ich nehme mal den da, den Magier mag ich sowieso. Und zwar. Niemand darf überleben. So.
Jetzt kriege ich, glaube ich, den Drachen, oder? Schnell noch was spielen. Bevor die Zeit ausläuft. Habt ihr gesehen, ich habe seinen Drachen geklaut. Jetzt. Ich muss mich jetzt nur beeilen, weil dieser Nostromo die Zeit beschleunigt. Das ist jetzt der Stress angesagt. Aber es sieht gut aus, ich glaube, das gewinne ich. Ich habe ja noch den Pyroschlag. Ich glaube, das ist Ende des Matches. Also, ich glaube, das kriegt er nicht mehr hin. Das war mir klar. Jetzt hat er so einen Stress gehabt, dass er das nicht mehr gekriegt hat. Ja, geile Sache. Sehr gut. Geile Sache. Jetzt ist die Quest auch noch beendet. Ja, das hat Spaß gemacht, auf jeden Fall. Also, vielleicht kann ich auch in der nächsten Folge gucken, dass ich die anderen Quests damit auch noch erledigt bekomme. Ich habe hier noch Hexer und Paladin. Mal gucken. Aber hat auf jeden Fall Spaß gemacht. Ich hoffe, euch hat es auch Spaß gemacht. Aber für diese Runde soll es das jetzt mal gewesen sein. Und wir sehen uns in der nächsten Runde. Tschüss!